Hey Leute, heute haben wir hier eine Steuerung von einer Bauknecht-Waschmaschine. Die sehen über verschiedene Baureihen und Variationen eigentlich immer so aus in diesem Gehäuse. Auch die von dem Trocknen, die sind fast genauso aufgebaut. Hier seht ihr die genaue Nummer. Und die Steuerung ist komplett tot, ganz ohne Funktion. Wirklich klassisch das Problem. Leider nicht nur bei den Bauknecht, sondern auch bei AEG und Electrolux und auch mittlerweile bei Siemens und Bosch haben wir immer wieder dieses Problem mit diesem defekten IC und einem Komplettausfall des Geräts. Und da machen wir jetzt erstmal hier die Steuerung auseinander und schauen uns mal diesen Verdächtigen an. Das ist ein Spannungsregler, der hier in dieser Grundsteuerung drin ist und der sitzt hier mittig auf der Platine, hat so 7 Beinchen, so ein schwarzer Käfer, ein relativ großer. Das hier ist jetzt ein LNK305GN und der dazugehörige Widerstand, das ist dieser rosafarbene hier. Das sollten 22 Ohm sein, ich glaube 3 Watt haben die standardmäßig. Also das ist als Sicherung dient dieser Widerstand auch noch. Häufig könnt ihr es eingrenzen, indem ihr jetzt hier den Widerstand einfach mal im Ohm-Messebereich bestimmt. Wenn der kaputt ist, dann hat er meistens einen unendlich hohen Widerstand oder ist irgendwo im Mega-Ohm-Bereich und dementsprechend defekt. Der hier ist in Ordnung und hat 22 Ohm, wie er eigentlich haben sollte. Das heißt jetzt aber nicht, dass der IC zwangsmäßig in Ordnung ist. Dieser IC wurde auch schon mal getauscht. Ich hatte jetzt hier den Verdacht, dass der IC zu warm geworden ist beim Tauschen. Das passiert nämlich gerne, wenn die Leute nicht aufpassen und den zu lange mit dem Lötkolben erhitzen, dass der IC abbrennt. Also wenn ihr einen neu auflötet, lasst den immer wieder zwischendrin abkühlen, dass der nicht überhitzt und kaputt geht. Ich nutze jetzt hier aufgrund des engen Platzverhältnisses um diesen Chip rum die Methode mit dem Cuttermesser. Ich schneide jetzt hier ein Beinchen nach dem anderen durch, ganz vorsichtig, dass es nicht abbricht von der Platine. Also direkt am IC einfach so ein bisschen das Beinchen abcutten und dann könnt ihr mit dem Lötkolben einmal so dran tippen und dann fällt das Beinchen einfach weg und hängt bei euch am Lötkolben dran. Und so könnt ihr den Chip entfernen, ohne groß da mechanisch drauf einzuwirken oder die Bauteile rundherum zu stark zu erhitzen. Wenn ihr jetzt hier mit einer Heißluftlötstation arbeiten würdet, wäre das problematisch, weil ihr direkt nebendran ein paar Elkos habt und dieses große Kunststoffgehäuse von dem Drehschalter und auch diesen Trafo links daneben. Die anderen Bauteile sollte man natürlich nicht sonderlich stark erhitzen, deshalb hier die Option mit dem Cuttermesser. Es sieht jetzt nicht so schön aus, aber es ist durchaus sehr effektiv. Lasst euch dabei Zeit. Hebelt es nicht ab, drückt nicht zu fest drauf, sondern wirklich nur die Beinchen abschneiden, nicht abdrücken und dann bleibt die Platine auch heil und ihr schneidet wirklich auch nur die Beinchen von dem IC hier weg. Ja, jetzt habe ich hier den Großteil von den Beinchen weg. Jetzt schneide ich hier den letzten auf der unteren Reihe noch ab. Und wenn wir dann nur noch auf der einen Seite von dem IC Beinchen haben, dann können wir das Ganze lösen, indem wir mehrere Pins auf einmal erhitzen. So, jetzt hier unten das letzte Beinchen noch lösen. Das hängt noch ein bisschen dran. Und jetzt oben einmal beide Pins warm machen, die es noch halten. Und dann sollte sich der ganze IC hier verschieben, genau. Und dann fällt er einfach von der Platine runter. Jetzt haben wir natürlich relativ unsaubere Lötstellen. Die müssen wir reinigen, bevor wir den neuen Chip aufsetzen können. Dann nimmt er am besten hier so eine Entlötlitze, erhitzt das mit dem Lötkolben und fahrt da drüber und diese saugt dann das Lötsinn auf. Ich empfehle euch, nutzt da kein ganz billiges, weil manchmal bei den Lötstationen oder so ist sowas mit dabei oder in solchen Sets. Das ist wirklich so furchtbar schlecht, dass das Lot gar nicht richtig aufnimmt. Gebt lieber ein paar Euro aus und kauft euch eine gescheite Entlötlitze. Die nimmt es dann auch sauber auf, das Lötsinn. Jetzt tragen wir hier ein wenig neues Lötsinn auf.
dass wir den Chip, wenn wir ihn aufsetzen, einfach nur festpunkten können. Wenn unten drunter überhaupt kein Lötzinn ist, lässt er sich schlecht einfach fixieren. Und jetzt, wenn hier so ein klein wenig Lötzinn auf diesen Pads schon drauf ist, können wir das relativ simpel festlöten wieder. So, den neuen Chip jetzt positionieren. Der hat sieben Beinchen, also auf einer Seite habt ihr eine Lücke zwischendrin. Deshalb könnt ihr den gar nicht falsch rum auflöten. Es ist wichtig, dass ihr wieder den Chip auflötet, den ihr da drauf hattet. Wenn ihr einen LNK 304 hattet, dann baut wieder einen LNK 304 ein. Und natürlich auch, wenn euer Widerstand defekt ist, wenn der durchgebrannt ist, dann müsst ihr diesen natürlich auch ersetzen. Hier ist der Widerstand in Ordnung, deshalb löte ich jetzt hier einen neuen LNK 305 PN wieder, GN wieder auf. Es ist auch wichtig, ob da GN oder PN drauf steht, weil der eine ist durch die Platine durchgesteckt und der andere ist wie hier oben auf die Platine nur aufgelötet. Also wichtig beim Bestellen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar habe ich euch verschiedene Ersatzteilsets davon verlinkt. Da könnt ihr gerne schauen. Wenn ihr noch Probleme habt, da das passende Ersatzteil zu finden, dann helfe ich euch natürlich auch immer gerne weiter. Jetzt habe ich hier zwischen zwei so Beinchen eine Brücke drin. Das heißt, Lötzinn, das zwei Pins miteinander verbindet. Das entfernen wir jetzt hier auch mit dieser Entlötlitze, dass das sauber ist und keine Brücken zwischen diesen Pins entstanden sind. Da müsst ihr genau drauf achten. Das sollte nämlich auf keinen Fall passieren. Gut, jetzt wenn das Ganze sauber aufgelötet ist, nochmal alles genau nachgucken, lieber nochmal so ein Beinchen nachlöten, dass das auch eine saubere Verbindung zu der Platine hat später. Und auch hier ist eine kleine unsaubere Stelle, wo eine Brücke von dem einen zum anderen Pin führt. Und dann auch, nehmen wir jetzt auch ein bisschen wieder das Lot ab mit einer Entlötlitze. Lasst euch dabei Zeit, guckt es euch ganz genau an. Passt vor allem auch auf, dass ihr mit dem Lötkolben nicht an andere Bauteile rechts und links daneben irgendwo drankommt und gegebenenfalls Sachen verschmort oder ablötet, die ihr gar nicht berühren wolltet. Wenn jetzt der Chip sauber auf den Pads aufgelötet ist, auf allen, und der Widerstand ist in Ordnung, dann teste ich das Ganze hier. Ich empfehle euch nicht, das jetzt hier mit so einem Testkabel zu machen, sondern nur im Gehäuse drin eingebaut, weil hier herrscht Lebensgefahr. Wir haben jetzt 230 Volt auf dieser Platine. Das ist unglaublich gefährlich. Das solltet ihr nicht nachmachen. Und das Problem ist, es leuchtet nichts. Keine LED leuchtet. Das Problem besteht weiterhin. Deshalb habe ich jetzt lange nach langem Besuchen hier diesen Trafo als Fehler ausgemacht. Der hat andere Werte als auf einer Spenderplatine, die ich jetzt hier hatte. Und deshalb habe ich den jetzt ausgelötet und werde noch diesen Trafo austauschen. Ich gehe davon aus, dass der irgendwie beim Auslöten von dem anderen IC, der wurde ja schon mal getauscht, der Trafo vielleicht beschädigt wurde durch Überhitzung und das zu diesem Problem hier geführt hat. Also es war nicht der IC diesmal. Man muss dazu sagen, in 99,9% der Fälle ist es immer dieser IC und der dazugehörige Widerstand. In diesem Fall war es wirklich nicht der IC, der wurde ja schon mal getauscht, sondern es war dieser Trafo, der hier nebendran sitzt. Ich habe leider auch keinen Ersatz dazu gefunden, der da passt. Ich habe ihn hier von einer Spenderplatine abgenommen, die ich noch bei mir im Schrott liegen hatte. Und da war der Trafo zum Glück in Ordnung. Somit konnte ich den hier jetzt ersetzen. Wenn einer von euch die Infos hat, was für ein Trafo das da sein könnte, dann schreibt es mir doch gerne mal unten in die Videokommentare. Wäre super, wenn wir da irgendwie in der Community es hinkriegen, einen Link dazu zu bekommen, falls jemand auch diesen Trafo austauschen muss und das Ersatzteil sucht. Das Austauschen hier von diesen Pins, von dem Trafo ist nicht so einfach. Das hat jetzt ewig gedauert. Man darf das Ganze nicht zu arg überhitzen. Der Trafo hat oben sehr feine Drähte und hier eine isolierte Spule. Das Ganze darf nicht zu warm werden, sonst geht der neue Trafo auch kaputt. Dementsprechend
müsst ihr da vorsichtig sein. Ich arbeite hier mit einer Entlötpumpe und Entlötlitze. Ja, das Ganze hat so lange gedauert, bis dann wirklich der Akku von der Kamera irgendwann leer war. Deshalb habe ich ihn jetzt hier schon ausgelötet für euch. Und dann setzen wir den neu ein auf die Oberseite. Dazu machen wir aber erstmal auf der Platine, wo er reingelötet wird, auch nochmal die Löcher richtig mit Entlötlitze frei, dass diese Pins sich sauber durch die Platine stecken lassen und mir jetzt nicht zu fest auf den Trafo drücken müssen. Und der dabei kaputt geht, wenn wir den hier versuchen einzusetzen. Ja, jetzt schon mal Werbung in eigener Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like auf das Video da und lasst mir ein Abo auf meinen Kanal da. Ich steuere dieses Jahr auf die 10.000 Abonnenten zu und es wäre eine Riesenhilfe, wenn ihr da helfen würdet und den Abo-Button für mich drückt. Und das Ganze kostet euch natürlich wie immer nichts. Wie immer habe ich auch unten alle Ersatzteile verlinkt, mein ganzes Equipment hier, Lötstation und so weiter und diese LNK-Chips und TNY-Chips. Und wenn ihr da Hilfe braucht, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich versuche euch allen weiterzuhelfen. Ja, jetzt setzen wir hier den neuen Trafo in die Platine ein. Darauf achten, keine Pins verbiegen. Er sollte sauber da drin sitzen. Falschrum einbauen könnt ihr nicht, weil der auf den zwei Seiten unterschiedliche Abstände von den Pins hat. Also er passt auch nur in eine Richtung da wieder rein. Und das Anlöten hier von den einzelnen Pins ist eine super einfache Sache. Es geht auch relativ schnell. Wieder aufpassen, das Teil nicht überhitzen. Also wenn es bei euch einen Moment länger dauert, das einzulöten, dann wartet lieber zwischendrin mal und lasst es abkühlen, dass das nicht zu warm wird und der neue Trafo vielleicht kaputt sein könnte danach. Ja, jetzt stecken wir das Ganze mal hier an das Testkabel an und schauen, was passiert. Natürlich muss der Drehschalter auf 1 geschaltet sein. Wenn der auf Position aussteht, leuchtet natürlich gar nichts auf der Platine. Den habe ich hier vorher schon gedreht, dass er in der richtigen Position ist. Und jetzt müssten wir sehen, ja, hier sehen wir jetzt die LEDs auf der Steuerung leuchten und blinken in verschiedenen Farben. Und somit ist die Steuerung repariert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob der LNK wirklich defekt war oder nicht. Ich habe ihn jetzt halt mal ausgetauscht, weil das ist der gängige Fehler. Wenn ihr einen Komplettausfall bei eurem Gerät habt, dann ist dieser LNK eigentlich immer defekt. Wenn halt schon mal an der Platine gearbeitet wurde, besteht halt auch die Gefahr, dass was anderes kaputt gegangen ist, wie hier dieser Trafo zum Beispiel. Nach dem Löten mache ich das Ganze jetzt hier mit einer Zahnbürste und Isopropanol sauber. Ihr könnt auch einen Platinenreiniger verwenden. Ich habe euch beides unten verlinkt. Ich würde davon abraten, mit irgendwelchen anderen Chemikalien hier an die Platinen zu gehen. Das könnte entweder Kunststoffteile anlösen oder es würde die Platine beschädigen. Gut, und nachdem das sauber ist, bauen wir das wieder hier in das Gehäuse rein. Und die ganze Reparatur ist erledigt. Getauscht habe ich jetzt hier ein LNK 305 GN und diesen Trafo, wo ich leider keine Informationen dazu habe. Wie gesagt, falls einer von euch genauer weiß, was für ein Trafo das ist, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Wäre vielleicht interessant zu wissen, ob man das Bauteil auch irgendwo nachkaufen kann, ohne Spenderplatine. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, drückt den Like-Button, lasst ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar unten rein, wenn es euch geholfen hat oder gefallen hat, oder natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu so einer Reparatur. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie die Steuerung blinkt, so soll das aussehen. Die blinkt jetzt wie verrückt, weil Fehler angezeigt werden, weil diese ganzen Sensoren aus dem Gerät natürlich nicht an der Steuerung angesteckt sind. Aber wenn sie blinkt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass das Ganze auch wieder funktioniert. Okay, dann bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.